Moin Moin, herzlich willkommen und willkommen zu Genau Richtig. 419 von 19, Bundesliga Mix, zweite Saison. So sieht's aus. Im letzten Spiel haben wir leider verloren. Hoffentlich wird das heute anders laufen. Ich mag mir überlegen, ob wir vielleicht tendenziell unsere Aufstellung ändern. Und zwar auf ein anderes System, nicht auf das haltende System. Sondern gerne lieber auf das klassisch breite System. Also bei Rabi bleibt trotzdem da auf dem Flügel. Und da ist dann die Frage, was wir hier mit den beiden Spielern machen. Latza möchte ich doch eher in die Offensive haben, klar. Aber wir haben es jetzt nicht der bekannteste dafür, dass er auf dem Flügel spielt. Deswegen haben wir ja schon oftmals Busmann wieder da reingetan. Was auch in dem Falle dann gleich von Anfang an der Fall sein sollte. Das heißt, das muss man auch von Anfang an direkt dabei. So, dann müssen wir mal überlegen, ob wir jetzt auch irgendwie was hier machen. Hier, natürlich, in der Karrieremodus, das ist top. Aber hier weiß ich noch nicht so ganz. Pekarek spielt auf der rechten Seite. Da haben wir eigentlich genug Spieler. Kann der gegebenenfalls auch links spielen? Nein, kann er nicht. Das ist schade. Ja. Heißt also, wir müssen mal gucken, also die Bohren haben wir da, tut sich aber erstmal mit, weil sonst, denke ich mal, ist das alles nicht so das Tollste. Klümmer ist Innenverteidiger, also die spielen alle auf der falschen Seite, sagen wir so. Also wir brauchen auf der linken Seite, wir machen nicht auf der rechten. Ja, und die Bohr ist halt leider nicht der stärkste, zumindest in der Startversion, in der Version, mit der wir beim FC St. Pauli schon haben, ist dann natürlich Bombe. Und von daher gucken wir einfach mal, wie es denn heute laufen wird gegen den FSV Mainz 05. So, wir spielen wieder am Hauptplatz. Es regnet. Anscheinend sind die beiden Teams rivalisiert. Liebe Augsburg-Fans, ich spreche euch jetzt an. Irgendwas vorgefallen gegen den FSV Mainz 05? Warum rivalisieren? Gibt es da irgendwie irgendwas, wo man sagt so, ja, da war was mal irgendwann in der zweiten Liga oder in der dritten Liga. Deswegen sie rivalisierend sind. Also zweite Liga bzw. dritte Liga, also entweder Regionalliga West, Regionalliga Süd. Je nachdem, aus welchem Jahr das ist. Auch schon bei einige Jahre in der Regionalliga Süd. Weil in der Bayernliga natürlich, Mainz spielt nicht in der Bayernliga. Das wäre natürlich. Nee, ist da irgendwas vorgefallen zwischen Augsburg und Mainz? Warum die hier rivalisierend sind? Weil von der Distanz, also derby-technisch ist das überhaupt nichts, ne? Von wegen Ost-West? Ergibt keinen Sinn. Also, anscheinend ist das so ein Derby. West, immer für ein Derby, ne? Da frage ich euch, Augsburger Fans, was ist das für ein Derby? Wenn es ein Derby ist, dann muss ich das definitiv bei den Bundesliga setzen. Ich verzeihe. Dass das ein Derby ist. Und damit willkommen zum dritten Spieltag. Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Ja. Regenwetter wird sich zeigen, welcher Qualität wir gegen den FC Mainz 05 spielen werden. Wir dürfen natürlich leider das alles wieder nicht zeigen, deswegen habe ich ja natürlich gleich am Anfang, wie schon zuvor, die Bewertungen an und wie schon zuvor, schauen wir uns die Aufstellung an. Die Aufstellung vom FSV Mainz 05, Sommer am Tor hinten. Die klassische Verteidigung haben sie beibehalten. Sonst haben sie, glaube ich, einiges. Nee, eigentlich alles beibehalten. Ne? Alles beibehalten, gerne nach vorne stoppen. Timo Werner, guter Spieler, wer sich den Bundesliga-Mix vom guten Flui anguckt, der weiß, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor Timo Werner, denn da ist er, glaube ich, momentan so nutzen können. Schauen wir mal, ob er beim FSV Mainz 05 auch das abgeben kann, was er dort bei Flui beim FC Freiburg spielt. In der letzten Saison haben die Mainzer ja Nils Petersen vorgehabt und auch Thomas Müller. Das heißt also, es heute geht jetzt gegenseitig gegen Timo, und das ist das 1 zu 0. Das ist das 1 zu 0. Und es ist Timo Werner.
dritte Minute! Ja, das ist, das beginnt ja schon mal toll. Ja, Ball nicht wirklich abwehren können. Und dann, ja, dann steht der Verteidiger viel zu weit weg. Treffer, Mainz, führt! Ja, aber Timo Werner ist ja ein richtig starker Spieler, ne? Darf man nicht vergessen. Er zeigt auch regelmäßig in echt bei Leipzig seine Leistungen. Zweiter Saisontreffer im dritten Saisonspiel. Ja, also wenn wir schon wieder relativ früh unserem Rückstand entgegen. Ich habe im letzten Teil schon erwähnt, so von wegen, ja, das wird vielleicht eine schwierige Saison. Vielleicht ist es auch so, dass Gladbach vorne in der Tabellenspitze mitwirkt. Aber wenn uns jetzt der FSV mal zu fünf gleich am Anfang des Spiels einen reinhaut, dann würde ich eher davon ausgehen, dass wir in dieser Saison unten stehen in der Tabelle. Heißt also, wir müssen wirklich um jeden Punkt kämpfen. Das heißt wirklich, der Fortuna Düsseldorf, gegen die wir am ersten Spieltag haushoch gewonnen haben, die werden auch mit unten stehen. Gut, das ist natürlich extrem unberuhigend. Und dann so ein Team haben, was anscheinend gegen den Abstieg spielt. Aber sowas muss man auch mal managen können. Ja. Das muss man auch managen können. So, Müller. Kommst du nicht dran vorbei. Kannst du nichts machen. Kommst du nicht dran vorbei. Obwohl, naja, eigentlich hätten wir nur Trick anwenden müssen. Aber Trix und ich sind so Freunde wie Äpfel und Zwiebeln. Also, das wird nichts. Herzlichen Gruß gerade an den Sofi raus. Apropos herzliche Grüße, ich habe in der nächsten Folge vor, euch was zu fragen. Also nächste Folge bitte dabei sein. Eventuell ist es wichtig, eventuell, in der See. Eine wichtige, halbwegs wichtige Frage, es geht um die Livestreams. So. Ja, Eber hat nicht funktioniert, sagen wir da raus. So ein bisschen gehofft, dass dann vielleicht das mit Eber so funktioniert, dass wir da einfach so für den Kopfball klarkommen, aber das hat jetzt nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Akku. Und Mühlenwald. Aber vielleicht ist es wirklich noch zu früh. Vielleicht ist es wirklich noch zu früh für die Legende. Aber ihr kennt das ja, wenn die Leute dann alle sagen, oh ja, mach mal, irgendwann sagt ja, okay. So, Möglichkeit. Ja, ein Wurf für uns. So, irgendwer vielleicht Bock darauf? Danke. Das Tor in der vierten Minute, das ist natürlich das Bittere, dass wir da so früh jetzt ein Gegentor gefangen haben. Ja, das ist das Bittere. Wenn das anders gelaufen wäre, vielleicht wäre das dann auch ganz hier gelaufen. Wobei, ich kann mir gut vorstellen, dass dann die Meister weiterhin offensiv dabei gewesen wären. Aber ich weiß es nicht. Ob es so gewesen wäre oder nicht. Nächster Ball geht wieder in die Mitte. Und Timo Werner kriegt ihn diesmal nicht. Es gibt Eckball. Ecke meins.
So, das Ergebnis, es steht 19 zu 15 für Herzthomas Wirf. Weil wir jetzt denkt, so von wegen 19 zu 15, naja, ihr seht ja, es steht 38 zu 37, Entschuldigung. Es steht 38 zu 37, das war schon Tor gefallen, du, boah, das hat doch keiner gesehen. So, warum man den ja jetzt nicht aufklärt, weiß ich nicht. Ja, direkt vor die Füße und nächster Eckball, das ist Abseits. In der ersten Saison hatten wir das nicht so oft, dass da irgendwie die Anzeige verpackt ist. Und die Querpässe funktioniert alle auch, wenn man nicht. Es ist einfach ein Traum. Liegt es an dem Regenwetter? Liegt es an mir? Ich würde mal sagen, es liegt an mir. Es liegt doch nicht am Regenwetter. Aber hey, damit wisst ihr zumindest, denn letztes Mal, in der letzten Saison haben wir oben ein bisschen die Meisterschaft so zerstört. Diese Saison zerstören wir den Abstiegskampf. Das ist auch eine Option. Also wir liegen wieder hinten, mal wieder. Minus 1. Andere Ergebnisse sind völlig egal. Wirklich, ist einfach so. Wer oben steht, da kann man gucken. Wer unten steht, da sind die anderen Ergebnisse scheißegal. Dabei bleibe ich auch. Latte! Da wäre noch was zurückgekommen. Da wären wir fast zurückgekommen. So, jetzt aber. Komm, Müller! Müller! Warum dieser Wechsel? Verstehe ich nicht. Warum das? Ja, war ein bisschen sehr schwach. So, aktuellen Fokus natürlich. Moran mit seinem Tor. In 1:1. Oh, die Chance wieder, Sommer. Aber guck mal, jetzt kommen wir ran. Dürfen wir einfach jetzt nur nicht nachlassen. Nächstes Spiel gegen. Ach nee, das nächste Spiel, der hat das Moment 5 gegen. Weil wir viel Leverkusen. Ah, Müller kriegt ihn nicht. So. Wechseln wir raus. Dieses Mal bringen wir Claudio Pizarro. Wir spielen gegen Bremen. Guck mal, beim Thema Claudio Pizarro wird. Wir spielen jetzt dieses gegen den SV Werder Bremen. So, dass er da auch hier, dass der Rami da auch einmal nur zuguckt, ist auch schon eine Schande. Ist das, dass er einfach mal angreift? Nein, er guckt zu. Er guckt einfach nur zu. Ja. Gewalt und Werner. Weiter Pass, Schulz. In die Mitte, Ball ist abgefangen, Ball ist noch nicht durch. Noch nicht durch die Situation. Chance für den FSV. So, wenn er jetzt irgendwann mal hin, irgendwer hingeht, dann kann er irgendwas machen, aber niemand geht dahin, niemand schaut das an und eigentlich hier, obwohl alle schauen sich das an, sie schauen sich das alle an, aber niemand macht was. Das ist Abstiegskampf pur.
Wie kannst du zum Absichtsaspiranten werden? Indem du einfach nur zuschaust, wie die Gegner spielen. Da fehlt einfach nur noch eigentlich, dass sie da applaudieren anfangen. So von wegen, hey, wer macht das richtig stark? Immer noch so dran haben. Wer hat das Feld auf dem Feld? So von wegen, ah, muss doch mal so dran. Tja, Fabian kommt für Lanza. Ja, irgendwie jetzt irgendwas bringen. Wenigstens den Ausgleich. Doch bald gekehrt. Nicht sehr krass. Doch man hätte ihn nicht mehr gehabt. Nicht! Er faustet den nur weg! Er hat eigentlich erwartet, dass das so ein richtig relativ einfacher Ball für ihn ist. Aber das war er nicht! Das war er nicht und das ist er auch nicht! Claudio Pizarro! Das kannst du doch normalerweise viel besser! Normalerweise, ja normalerweise hätte er den einfach ins andere Eck gezimmert! Und mindestens einer in den Kommentaren hätte das jetzt hier groß gefeiert, hätte Pizarro das Tor erzielt. Mindestens einer. So, was machen wir jetzt? 80. Minute, wir können keine Defensiven bringen. Wir müssen nach vorne spielen. Dann sagen also Gomez auch noch, obwohl nee, komm. Wir müssen mit Boa, wir müssen mit Boa rein zu Busmann, auch wenn das vielleicht nicht das Optimalste jetzt ist, dass wir jetzt keinen Stürmer nochmal bringen. Aber Müller ackert und wackert ja, das ist ja nicht so, dass er hier irgendwie Statist ist, während viele andere Spieler hier, die auf dem Feld sind, lediglich Statistenrollen momentan eingehen und das kommt mich tierisch an. Ja, hält da nicht, schade. Und nach vorne spielen, dann fangen wir uns das zweite. Und ich habe keine Lust, wie gegen Gladbach auch noch, dass wir kurz vor Schluss vielleicht doch noch irgendwie was fangen. So, jetzt aber! Das ist nicht zu glauben! Das kannst du niemandem erzählen! Das Ding wäre reingegangen! Erst Pech, vierte Minute 1-0 Mainz! Dann Pech, wir treffen das Tor einfach nicht! So, nächste Möglichkeit! Es ist einfach eine Schmach schlechthin! Es ist einfach wieder mal eine Schmach schlechthin. Und so spielst du einfach gegen den Abstieg. Weil du so welche Partien so verlierst. Weil du genau so welche Partien so verlierst. 0-1, vierte Minute. Und dann Abschluss, ja. Ist da wieder überhaupt nichts rumgekommen. Timo Werner meint auf dem Match natürlich, er hat sein Tor erzielt, das was er machen muss. Da haben sie auch Defensive wahrscheinlich umgestellt und da klappte es. Es hat einfach hinten, war einfach gut mit hinten sich halten. Und wir stehen da wieder ohne irgendwas. Wir stehen da wieder mit nichts in der Hand. Das erinnert mich tatsächlich an FIFA 14. Erinnert mich hier tatsächlich an FIFA 14. Wieder nichts. Es ist wieder nichts. Aber hey, damit seid ihr dann live dabei mal wieder. Dann kann ich auch, weiß ich nicht, bei FIFA 20 jedes Mal erzählen, so von wegen, ah, könnt ihr euch noch dran erinnern? An die Saison, Bundesliga nichts. Zweite, ja, so spielen wir heute, weißt du, so kann ich mir das, weißt du, FIFA 20, FIFA 21 und so weiter, kann ich immer wieder bringen. So, also, wir sind in der Tabelle mittlerweile auf Platz 11, also das ist eigentlich schon eine riesen Überraschung, dass wir 11. sind. Aber andersrum, man darf es nicht vergessen, guckt euch mal an, wo der unser Gegner ist, den wir besiegt haben. Die sind letzter, die haben ein einziges Tor erzielt. Also,
Na, da merkst du, in welche Richtung diese Saison geht. In der Tabelle Meister 5 bislang ohne Gegentor. Die sind auch heute wieder ohne Gegentor geblieben. Die haben alle drei Spiele bereits zu 0 gemacht. Manchmal musst du auch sowas können. Also Dortmund vor Hoffenheim, vor Mainz, vor Gladbach. Manchmal musst du auch sowas können. Ja, also einfach, 1-0 die Spiele gewinnen. Also Dortmund gewinnt mit 2-1 gegen die Frankfurter, Gladbach und Schalke trennt fest als unentschieden. Bayern und Leverkusen 2-1. Leipzig verliert gegen Hannover mit 0-2, wir verlieren gegen Mainz mit 0-1, Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen die Hertha, Düsseldorf verliert gegen die TSG mit 1-0. Dann haben wir die Bremer verlieren gegen Nürnberg mit 1-3 und Freiburg verliert gegen Stuttgart mit 1-3. Das andere Spiel brauchen wir uns noch nicht angucken, die Tabelle habt ihr gesehen und damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, morgen wieder gegen Werder Bremen. Bis dann, tschüss.